Hallo, liebe DrinTV-Zuschauer. Erstmal vielen Dank dafür, dass unsere erste Folge von DrinTV kocht so gut angekommen ist bei Ihnen. Deswegen schieben wir gleich Folge 2 nach. Heute wird es wieder ein Rezept aus meiner schwäbischen Heimat geben, nämlich Kässpätzle. Und dafür brauchen wir für 4 Personen einmal 500 Gramm Mehl. Dazu kommen 6 Eier und ein Viertel Liter Wasser und zum Geschmack natürlich ein bisschen Salz. Und später für die Kässpätzle natürlich der Käse, in diesem Falle ein Tilsiter. Dazu Zwiebeln, die wir später andünsten werden. Und noch ein bisschen für den Geschmack Pfeffer, den wir später mahlen. Als erstes wenden wir uns jetzt dem Teig zu. Dafür tun wir natürlich das Mehl hier in die Schüssel. Dabei ist zu sagen, für 100 Gramm Spätzle nimmt man 100 Gramm Mehl, ein Ei und halt die entsprechende Menge an Wasser. Da kann man das dann wunderschön, sag ich mal, abmessen. Das ist ganz einfach. Der einzige Clou dabei ist, dass man im Prinzip ein Ei extra nimmt. Das ist dann einfach für den Geschmack. Und wir Schwaben, wir mögen ja unsere Spätzle schön mit Ei. Das ist halt schon wichtig. Wie Sie sehen, dauert das immer eine Weile, bis man dann die ganzen Eier aufgeschlagen hat. Vor allen Dingen. Aber das Gute ist, man kriegt da schön Übung rein. So, nicht vergessen, bisschen Salz dazu. So, und dann wird das Ganze gleich geschlagen. Der Teig ist fertig. Wichtig dabei zu beachten, dass er von der Konsistenz her, das ist schon fast ein bisschen zu flüssig. Das ist aber auch teilweise ein bisschen Geschmackssache. Aber um das zu retten, könnte ich jetzt natürlich ein bisschen Mehl dazu tun. Und auch mal rumrühren, dann wird er ein bisschen zähflüssiger, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht schlecht. Zu beachten ist auch, ich habe natürlich ein bisschen weniger Wasser genommen, weil ich ja ein Ei mehr habe, dementsprechend brauche ich weniger Wasser. Wichtig ist einfach beim Gucken, dass der Teig relativ zähflüssig ist. Und wenn der zähflüssig genug ist, einfach kurz stehen lassen. Liebe DrinTV-Zuschauer, ich habe Ihnen ja gezeigt, wie der Teig vorhin war. Jetzt habe ich noch ein bisschen Mehl dazu, jetzt ist er dickflüssiger und für meine Verhältnisse, ich finde das gut so. In der Zwischenzeit, wo der Teig gestanden hat, haben wir die Zwiebeln geschält, den Käse geraspelt und ein paar Tomaten geschnitten. Und hier liegt auch schon das wichtige Werkzeug bereit, gleich zum Spätzle-Schaben. Das Brett und der Schaber, kleiner Tipp von mir, bevor es dann ans Schaben geht, hingehen, das schön unter kaltem Wasser nass machen, damit dann der Teig nicht so dran bappt. Jetzt kommt die Meisterprüfung, das Schaben an sich. Dafür muss der Topf richtig schön voll sein mit richtig heißem Wasser. Und dann muss das flüssig zack, zack, zack gehen. Möglichst nicht zu dick, sonst sind es keine richtigen Spätzle. Dann kriege ich nämlich immer Ärger mit meiner Mutter, wenn die zu dick sind. Aber ich glaube, mit denen wäre sie auch zufrieden. Gut, ich muss sagen, die Prüfung würde ich wahrscheinlich nicht bestehen in den kritischen Augen meiner Mutter, weil die sind fast noch ein bisschen zu dick. Aber wenn sie hier so oben schwimmen, dann sind sie fertig und können abgeschöpft werden. Wer übrigens jetzt keinen Spätzle-Schaber hat, so wie ich, der kann dann auch einfach ein normales Brett und ein Messer nehmen. Das geht genauso gut. Endlich kann ich es auch einmal sagen, ich habe da mal was vorbereitet. Die Zwiebeln sind inzwischen schön angedünstet. Und wir werden jetzt hier die Kässpätzle hier in dieser Pfanne weiterverarbeiten. Man kann das natürlich auch im Ofen machen. Ich habe mich aber dafür entschieden, weil das geht schneller und man hat eine schönere Vermengung. Ansonsten, für den Ofen braucht man natürlich nur eine Auflaufform. Dann schichtet man da Spätzle, Käse, Zwiebeln und dann schiebt man das bei etwa 200 Grad in den Ofen. Wir machen das jetzt hier aber in der Pfanne. Und dafür tun wir jetzt hier die Spätzle dazu. Zumindest erstmal ein paar. Wir wollen das ja nach und nach vermengen. Und dann gleich kommt jetzt hier der Käse dazu. Wie vorhin schon gesagt, haben wir uns ja hier für einen Tilsiter entschieden. Originalrezept ist, glaube ich, Emmentaler. Da kann sich im Prinzip jeder den Käse heraussuchen, den er möchte. Der Tilsiter hat jetzt halt einen schönen, richtig kräftigen Bums, so wie man es mag. Und, aber wie gesagt, das kann ja jeder für sich entscheiden.
Liebe DrinTV-Zuschauer, so schnell geht das. Wir sind schon wieder fertig. Das ist das Endergebnis. Kässpätzle mit ein bisschen Tomaten. Man kann auch einen schönen Gurkensalat dazu machen. Das ist dann eine etwas leichtere Variante dazu. Ich finde, es sieht lecker aus. Ich habe Hunger. Ich werde es auch gleich essen mit meiner Kamerafrau. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann gibt es auch ein Like auf Facebook oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage. Dort gibt es das Rezept. Dann können Sie das nachkochen. Ich sage dann nur viel Spaß beim Nachkochen und tschüss.